Moin Giorno und willkommen zum Unboxing der Kalendertürchen 9. Wir fangen wieder in gewohnter Reihenfolge an mit Hecht und Barsch. Hier haben wir die 9 und hört sich sandig an oder wie Schrotblei. Bin gespannt, was sich da drin verbirgt. Ich glaube, ihr konntet das ganz gut hören. Und okay, wir haben hier eine LMAB Tacklebox mit verschiedenen Snaps. Verschiedene Größen sind enthalten. Wir haben hier 4 verschiedene Größen. Und zwar haben wir XS, S, M und L. Wir haben auch die Tragkraft da stehen. Also bei XS sind es 20 Gramm Tragkraft Dual-Lock Snaps. Bei S sind es 25 Kilo, M bieten 30 Kilo und L bieten dann 40 Kilogramm. X-Miss Bundle, okay, das ist dann auch abgefüllt quasi für diesen Kalender. Ich mache die Box mal eben kurz auf. Und dann haben wir hier die 4 verschiedenen großen Snaps. Ich kann ja mal einen Snap rausholen zum Größenvergleich. Also da finde ich sogar beim Größenverhältnis finde ich da tatsächlich XS immer noch zu groß geraten. Also da dürften die tatsächlich noch kleiner ausfallen. Aber trotzdem eine coole Sache. Kann, glaube ich, jeder mal gebrauchen. Ich bin da zwar schon aufgestellt, aber ja, hier haben wir auf jeden Fall bei den L, die für mich richtige Größe für Hechtköder. Das ist ein anständiger 40 Kilogramm Tragkraft-Snap und ja, die sind vielleicht ein bisschen zu groß geraten für meinen Geschmack, aber das sieht ja auch jeder anders und ja, ich glaube, man kann auch gar nicht alles richtig machen, wenn man so einen Adventskalender zusammenstellt, aber gar keine Kritik, abwechslungsreich und ja, nicht nur Hardbait, sondern auch ja, Terminal Tackle finden wir wohl in dieser Box. Wir machen weiter mit Zack Fishing. Hier haben wir den Kalender von Zack und die 9 befindet sich auf der linken Seite. Das nächste Kalendertürchen, die 13, rutscht hinterher. Und ich stelle den Kalender mal kurz runter hier. Und was entnehmen wir hier? Jig Spinner, Wobbler, Topwater, Popper. Ja, gut. So sieht die Verpackung aus und so sieht der Inhalt aus. Es ist ein Jigspinner und das ein ordentlicher Kavinsmann für Jigspinner. Ganz schön groß mit 20 Gramm, also eher was vielleicht für große Gewässer und oder einen Fluss. 20 Gramm schon ganz ordentlich, aber in der Elbe kann man hier in Hamburg sicherlich damit auch erfolgreich sein und ja. Wir haben hier eine UV-Aktivität, 20 Gramm und Goldfire. Goldfire ist die Farbe. Muss ich den rausholen oder sieht man den auch so ganz gut? Ich glaube, wir können den schon ganz gut so betrachten. Schmaler Körper und ja, den Jigspinner kennt ihr von Zack ja eigentlich auch. Das dürfte dann vielleicht auch schon das 2.0 Stück sein. Ich weiß, die hatten ja nochmal die restlichen Jigspinner wohl abverkauft, wie ich das mitbekommen habe, weil sie nicht ganz zufrieden waren mit der alten Range und wenn ich das jetzt sehe, dann müsste das der neu aufgelegte sein. So, dann kommt der wieder zurück und wir machen weiter mit Nippon Tackle. Den Kalender haben wir hier und die Nummer 9 auf dem Würfel finden wir hier ausgeschrieben. Und was ist das? Bisschen schwierig rauszuholen. Von DK, also Fish Arrow, ein Fish Arrow DK Chatter in 14 Gramm. Das ist ein Chatterbait. Also die schreiben jetzt hier nur Chatterbait oder Chatter drauf. Zuletzt gab es ein bisschen in den Kommentaren eine kleine Klarstellung. Ja, eigentlich ein Chatterbait ist eigentlich im Original von Seaman. Die haben das erfunden und viele Marken schreiben einfach Chatterbait drauf. Aber ja, markenrechtlich ist das eigentlich geschützt und ich weiß nicht, ob es da wirklich Probleme geben würde. Auf jeden Fall kann man das natürlich auch Bladed Jig durch dieses Blade hier vorne nennen. Aber so
Ja, im Volksmund ist das einfach ein Chatterbait. Deshalb nenne ich das Teil einfach Chatterbait, damit jeder was damit anfangen kann. Aber zur Klarstellung, Z-Man hat das Teil erfunden und will das natürlich auch möglichst für sich behalten, diesen Namen, weil sie es erfunden haben und ja, jeder andere kopiert. Hier haben wir halt Chatter draufstehen, nicht Chatterbait. Und somit ist dieses Copyright dann schon umgangen. Ja, 14 Gramm haben wir hier als Wurfgewicht. Fish Arrow, eine geile Marke aus Japan. Die Farbe heißt White Chart Silver. Und haben wir vielleicht auch noch eine Hakengröße dabei stehen? Steht, glaube ich, nicht drauf. Aber wir können erkennen, dass das hier schon hechttauglich ist. Auch das Blade hier vorne, wo Fish Arrow nochmal drauf steht, ist recht groß gehalten. Also macht enormen Druck dann unter Wasser. Und wir haben hier auf der Seite nochmal ein bisschen Ansicht. Also ziemlich helle Farbe, Neongrell, dieser Köder von der Farbe her. Und ja, hier vorne ein F für Fish Arrow nochmal drauf. FA. Und ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Und schönes Teil. Mal gucken, ob wir noch einen Trailer dazu finden. Wobei, ich glaube, in das Kalendertürchen 1 haben wir hier sogar einen Trailer für schon vorgesehen, wenn ich mich nicht irre. Der würde von der Länge, würde ich jetzt sagen, aus dem Kopf passen. Ja, ich tue den wieder zurück. Bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, für die Kommentare, fürs Abonnieren und. Wünsche euch erstmal, ja, viel Gesundheit und hoffentlich bis morgen. Ciao.